CGM-Kurzvideos sollen natürlich in keinem Fall einen Ersatz für eine Spektrum-Gruppenschulung in eurer diabetologischen Schwerpunktpraxis oder Klinik darstellen. Herzlich willkommen zurück zu Spektrum Shorts, Modul 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's ums Eingemachte. Das heißt, ich hoffe, ihr habt euch schon damit beschäftigt oder tut es noch im Modul 4. Wie lade ich die Software runter? Was sagen mir all diese Daten aus meinem CGM? Und vor allen Dingen das Entscheidende, ihr tragt ja ein CGM, um mit diesen Werten eure Therapie, eure Stoffwechseleinstellung optimieren zu können. Und im Modul 3 soll es darum gehen, welche Daten gibt's und wie kann ich mit Hilfe dieser Anzeigeinformationen meine individuelle Stoffwechseleinstellung verbessern und optimieren. Erst nochmal vorab, jedes Spektrummodul beginnt mit einer kurzen Wiederholung. Das heißt, hier nochmal zu den Arbeitsblättern aus dem Modul 2. Die Arbeitsblätter könnt ihr natürlich wie im angezeigten Link euch auch entsprechend runterladen, auf dem PC speichern oder auch ausdrucken. Das heißt, ihr guckt nochmal, passen meine individuellen Starteinstellungen, klappt das mit der Kalibrierung meines Systems als Grundlagen. Und jetzt geht es wirklich darum, was sagen mir die Daten und wie passe ich anhand dieser Daten meine Therapie an? Ich sage immer, ich sehe den Diabetes kriminalistisch, also wie so ein Krimi. Wir suchen zusammen den Täter. Und ganz wichtig, es ist nicht immer der Gärtner. Und welche weiteren Täter für Stoffwechselschwankungen zu hohe oder zu niedrige Werte in Frage kommen können, darum soll es heute beim Modul 3 ersten Teil gehen. Guckt euch euer 6-Stunden-CGM-Verlauf an. Ihr könnt euch im Display ja die unterschiedlichen Zeitfrequenzen 3, 6, 12, 24 Stunden je nach System unterschiedlich einstellen. Wofür kann man ein 6-Stunden-Diagramm, also eine 6-Stunden-Anzeige nutzen? Sehr gut, um eure Einheiten-BE-Verhältnisse zu testen oder eure Korrekturfaktoren. Also jetzt aktuell zur Corona-Zeit. Die allermeisten von euch haben ja Homeoffice. Das heißt, ihr esst nicht draußen im Restaurant, sondern ihr esst zu Hause. Ist doch eine wunderbare Gelegenheit, eure BEs mal wieder, bevor ihr sie esst oder trinkt, auf die Waage zu legen, um einfach nochmal das BE-Schätzen in dieser Zeit, wo ihr zu Hause seid, nochmal aufzufrischen, zu wiederholen. 12-Stunden-Diagramm ist super gut geeignet für einen Basalratentest. Erinnert ihr euch noch, wie das früher ohne CGM war, also gerade so nachts gruselig, alle 2 bis 3 Stunden nachts einen Wecker stellen, aus dem Schlaf gerissen werden, Blutzuckertest machen. Und mit so einem CGM-System habt ihr eigentlich fast jede Nacht einen Basalratentest. Nutzt es, schaut drauf, denn ihr könnt nur Dinge verändern, wenn ihr hinguckt und euch damit auseinandersetzt und beschäftigt. Wie ging nochmal so ein Basalratentest? Dieses Arbeitsblatt könnt ihr natürlich, wie alle anderen, auch hier mit dem angezeigten Link runterladen oder speichern. Das heißt nochmal als Wiederholung aus dem Input- oder auch Prima-Schulungsprogramm Durchführung eines Basalratentests. Und jetzt kommen wir wirklich mal zu einzelnen Kurven. Was ist hier passiert? Ihr seht die Symbole, Messer und Gabel. Klar, was essen? Spritze symbolisiert einen Bolus dafür gegeben. Das heißt, der Bolus zu der entsprechenden Mahlzeit, hat der gepasst?
Nein, die CGM-Kurve liegt ja oberhalb des individuellen Zielbereichs. Das heißt, ihr habt eure KE-Menge vielleicht unterschätzt. Also nochmal BEs auf die Waage legen, um zu gucken, passt das noch? Oder wenn die BE-Menge stimmt, dann kann es am Faktor gelegen haben. Das heißt, dass zu dieser individuellen Tageszeit der entsprechende Einheiten-BE-Faktor nicht gepasst hat. Das heißt, die Einheiten-BE-Faktoren müssen natürlich individuell abhängig von der Tageszeit angepasst werden. Die allermeisten haben zum Frühstück den größten Faktor, also vielleicht 2 zu 1, mittags 1 zu 1, abends 1,5 zu 1. Nutzt die Zeit im Homeoffice, passt eure Faktoren nochmal an. Was ist hier passiert? Optimal. Perfekt. Nehmt bitte eure rechte Hand und legt sie auf die linke Schulter und klopft, wenn eure Verläufe so aussehen. Seid stolz auf euch, freut euch. Perfekte Einstellung. Bonushöhe korrekt, Spritzessabstand korrekt. So, was ist hier passiert? Und das sind so Verläufe, die ihr vorher ja nie gesehen habt, also bevor ihr CGM-Kurven hattet. Wenn ihr den Blutzucker gemessen habt, habt ihr, so ihr nicht aktuell schwanger seid oder wart, vor den jeweiligen Mahlzeiten gemessen oder wenn ihr euch komisch gefühlt habt. Das heißt, den direkten Verlauf nach Mahlzeiten bei körperlicher Aktivität habt ihr nicht so minutiös verfolgen können. Das heißt, diese Spitzen sind euch meistens entgangen. Bei den heutigen Analoginsulinen wurde uns ja ganz oft erzählt, dass es dort keinen Spritz-Essabstand mehr braucht. Bis die CGM-Systeme kamen und man gesehen hat, aha, die Werte steigen ohne Spritz-Essabstand oder wenn man gar nach der Mahlzeit spritzt, so exorbitant nach dem Essen hoch an. Manche sagen, ist mir doch egal, wenn sie bis vor der nächsten Mahlzeit wieder im Normbereich sind. Andere, die vielleicht schon Folgeerkrankungen haben, denen es wichtig ist, ihre Schwankungsbreite, das heißt das Ausmaß der Glukoseschwankungen zu minimieren, sagen, nee, so eine Kurven gefallen mir nicht. Und die möchten was ändern. Ganz wichtig beim Bolus, man kann nicht nur die Menge des Bolus verändern, sondern wir haben weitere Parameter. Man kann bei einem Bolus sowohl das Bolus-Timing, Spritzessabstand, die Bolus-Menge und bei Insulinpumpenträgern die Bolus-Zusammensetzung verändern. Dazu kommen wir später noch. Hier ist die Bolus-Höhe korrekt. Das heißt, ihr seid hinterher beim identischen CGM-Wert angekommen, bei dem ihr gestartet seid. Aber das Ausschwingen der CGM-Glucose nach oben war viel zu stark, nicht weil die Bolusmenge nicht gepasst hat, sondern das Bolus-Timing. Das heißt, hier war der Spritz-Essabstand zu kurz. Nicht mehr Insulin spritzen, sondern einfach das Insulin im Verhältnis zur Mahlzeit früher spritzen. Und da ist natürlich auch wieder wichtig, was für einen glykämischen Index hat die Mahlzeit. Das heißt, so ein Müsli oder so ein Cornflakes, so ein gezuckertes, die ihr aus dem Laden kauft, die irgendwie wie so ein Turbo, ähnlich wie normale Cola ins Blut schießen, die haben einen ganz anderen Kurvenverlauf als ein Vollkornbrot. Also BE ist nicht gleich BE. Guckt da nach dem Spritzessabstand. Was ist hier passiert? Hier seht ihr nach dem Essen schwang die Glukosekurve oberhalb des Zielbereichs, um dann in eine Unterzuckerung zu fallen. Das heißt, die Bolusmenge an sich war zu groß, sonst wäre es zu dieser Unterzuckerung nicht gekommen. Das heißt, entweder ihr habt die BE-Menge unterschätzt, denkt dran, nochmal wieder auf die Waage packen. Der Faktor war zu groß
Und der Spritz-S-Abstand war zu kurz, weil der obere Grenzwert auch überschritten wurde. Das heißt hier kleinerem Bolus mit längerem Spritz-S-Abstand. Jetzt wenden wir uns den Korrekturfaktoren zu, ganz entscheidend. Einheiten-BE-Faktoren, Korrekturfaktoren getrennt voneinander austesten. Da müsst ihr gucken, eine Einheit senkt zur jeweiligen Tageszeit vielleicht morgens um 30, mittags um 50, abends um 40. Also das waren jetzt nur einfach Zahlenbeispiele. Jeder von euch muss das individuell selbst rausfinden. Hier ist der Korrekturfaktor zu gering. Das heißt, durch die Korrektur ist die CGM-Kurve nicht in den individuellen Zielbereich abgesunken. Das heißt, Faktor zu klein. Hier wieder einmal auf die Schulter klopfen. Perfekter Korrekturfaktor. Mit der Korrektur ist der CGM-Wert genau in den individuellen Zielkorridor abgesenkt worden. Und hier ist es so, dass Korrekturinsulin zu viel gegeben wurde oder vielleicht denkt an den Wutbolus aus dem Spektrum Shorts Modul 2. Vielleicht wäre die Korrektur gar nicht erforderlich gewesen. Geduld ist ja so eine Zier, die nicht alle verfügen. Ich verstehe euch zu gut, aber da wirklich gucken, habe ich einen Bolusrechner hinzugezogen? Wie lange habe ich die Insulinwirkzeit eingestellt? Ganz entscheidendes Kriterium bei schnell wirkendem Insulin stellt in der Pumpe bei Erwachsenen immer um die 4 Stunden ein. So, das war's. Spektrum Modul 3, die erste Version, Therapieanpassung anhand von den CGM-Kurven. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum zweiten Teil von Modul 3 wieder.